Uiuiuiui, es ist wieder Grabschauzeit, aber erstmal wird angegriffen. Aber es kommt ja auch noch auf die Drogen drauf an. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hätte ich mir Pause gemacht, wäre mir auch egal gewesen. Ein Jahr? Hätte ihn heimlich fürs Ace trainiert. Eins habe ich schon gemacht, also bitte, ja. Was, Ace? Ja, ich habe Ace gemacht. Wann, wo? An dem einen Montag, als du nicht da warst, Hawkeye. Wurde es am Samstag gemacht. 4.7., wenn das ein Samstag war. Gibt ja keine Beweise. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Sie blättert im Tagebuch, wann das war. Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert. Mein liebes Tagebuch, heute habe ich ein Ace gemacht. Morgen mache ich keins. Das war der Höhepunkt meiner Karriere bei Rainbow Six Siege. Wo ist der Sender? Du bist blöd! Wieso? Eis gemacht. Du ziehst mich hier gerade voll auf, ey. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Noch 5 Sekunden. Die haben eine Geisel. Die Geisel ist die letzte. Sichtkontakt mit Geisel bestätigt. Evakuierung eingeleitet. Frau Frost ist die letzte. Ups, vorbeigerannt. Was macht die da oben? Kaffee servieren. Auf der Terrasse. Es war am 4. Juli. Sag ich doch. Es war ein Sonntag. Nee, Samstag. Wenn es der 4. war. Nee, doch. Sonntag. Sag ich doch. Glaub's mir doch, Mensch. Hast du dir an die Tapete geschrieben? Nee, aber ein dickes Fett im Kalender eingetragen. Darfst du aber nicht mehr wegschmeißen. Warum hat die da ein Schild hingestellt? Keine Matte. Was sind denn hier die Matten? Frech. Nomad ist hier vorne in der Cafeteria, oder was ist da, ist umgekommen. Ja, unter uns ist einer. Ja, Frost sitzt genau im Café drin. Wenn du die Tür reinkommst, rechts, die liegt da. Und geiert auf Schottland-Pilz. Ach komm mal, was ist denn das? Störsender. Trotzdem Störsender. Zeit für ein riesiges verdammtes Loch. Störsender. Spezielle Ladung. Ja. Halt, kommt den Korridor entlang. Oder ist er schon tot? Kalt lebt noch. Ja, aber du nicht mehr. Du ja auch nicht. 15 Sekunden. Nö, ich bin jetzt erst gestoppt. Nee, jetzt zweite. Komm einfach vor mir drin. 10 Sekunden. Eigener Trupp getötet.
Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Waffenlagerschränke. Na, Strom, aua. Kacke. Frau Frost. Der gleiche Spieler wie eben gerade. Twitch-Drohne guckt schon weg, aber Frau Frost noch identifiziert. Arun, Arun. Arun, Arun, Arun. Na, wie ich so schön gesagt habe, Amaruni. 5 Sekunden. Sichtkontakt mit Geisel. Mission eingeleitet. Frau Frost. Ich hätte da oben ein Schild. Ah, Spiel, ich will zu Frau Frost. Lass das. Ich weiß noch gut den Schilderwald, den sie da mal aufgestellt haben, die Rekruten. Auf der alten Karte. Lade nach! Jetzt, wo ich es gerade anvisiert habe, jetzt kommt MG um die Ecke, ey. Ich dachte, du machst noch fiese Berechnungen, weil das so lange Nein. dauert. Gehst du hier mal hin an die Wand, wenn da noch was ist? Zeit für etwas Krach. Jetzt kümmern wir uns mal um das Wand. Nächster schießt wer von der Cafeteria aus. Zwei Matten sind weg. Aruni ist weg. Zwei? Ja. Direkt bei mir an der Wand, gelbe Ping ist ein Gegner. Tot. Ah, oh, geh doch weg, Kali, mein Gott! 15 Sekunden übrig. Letzter verbleibender Gegner. Mein Gott, Kali, du dummes Stück Scheiße, ey! Mann! Gegner neutralisiert, Eigner Truppe erfolgt. Oh, blockt die mich die ganze Zeit auf der Treppe, ey! Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen.
10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Obst gleich reif. Wo sind die anderen? Jetzt. Treffen Sie nur, aber ich kriege sie. So. Oh, Jakal ist hier kacke und ich renne hier rum. Ups, gleich reif. Wo sind die anderen? Jetzt. Das ist ihr Ende. Ist das Obst faul? Hm. War hinten bei der einen Treppe da, oder? Nee, zwischen den beiden Treppen. Zwischen Drachen und Spinntreppe. Von der Willkommensmatte oder was? Hey, Ubisoft, mach was. Na, nicht losmachen, Leute reinschicken. Oh Mann, ey. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Sekunden. 5 Sekunden noch.
Warte. Geisel wurde nicht lokalisiert. Der Puls mit der Gummi da abgeworfen. Hat er sich gefreut? Naja, eben nicht. Er war nicht so begeistert. Ich glaube, die bleiben beim Spawn. Ne, da sind sie. Nock und Amaru. Seht ihr auch was? Hier klebt C4. Ja. Oder vom Puls. Beim Spind ist ein Schussgeräusch zu hören. Die sind ja wohl noch zu zweit. Blendkante fliegt beim Spind. Vielleicht Bagelraum oben. Ich suche nach Feinden. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Ich glaube, die bleiben draußen. Bei Kamera ist er kaputt, aber nicht drin. Ja. Die kommen nicht mehr rein. Da, da, da. Lona. 15 Sekunden. Auf dem Dach ist was bei mir. 10 Sekunden übrig. Meine Süßen sind in Position. 5 Sekunden noch. Jetzt kommen sie an, jetzt kommt es mir an. Ja, das war schön, zwei Gumin mitgenommen. Der eine hat immerhin noch 77 Punkte gemacht. Das sind auch bloß Match-Abschlusspunkte. Immerhin. Dann, ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und noch einen schönen Abend, Nacht, wie lange ihr auch immer machen werdet. Danke, dass dir auch. Gute Irgendwann Nacht. Irgendwann mal. Tschüss. Ja. User disconnected from your channel. War schon die zweite Welle? Nee. Fordern wir Bombe mit Villa.
Geisel auf die Klippe klatschen. Vorhin mit Serafina dann. Hat man auch Geisel hier. In der Bibliothek oben. Und der Blitz hatte die Geisel mitgenommen und ist durch die Luke da drin nach unten. Die Geisel wurde verletzt, er hat sie geheilt und ist dann weggelaufen ohne Geisel. Dann ist er wieder oben nach oben zur Bibliothek und ist dann zu dem kleinen Fenster hingelaufen. Und da ist dann, da lag in dieser Fingersmatte, ne? Da genau reingelaufen. Okay. Ich hätte gedacht, er geht nochmal durch die Luke zur Geisel. Geht er zum kleinen Fenster? Ich weiß auch nicht, warum er die Geisel. Er hatte die Geisel ja dann liegen lassen, beim, also nachdem er sie wiederbelebt hat. Eine Etage tiefer. Vielleicht ist ihm oben sein Kinderriegel aus der Tasche gerutscht und er wusste, dass Serafina da ist. Serafina war tot. Das ist kein Grund, den nicht einzusagen. Tote beklaut man. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Nee. Blödes Mobil, geh weg. Ich wurde entdeckt. Schon wieder. Dom dildö. Beim letzten Mal so gut funktioniert hat, was aber ein Einzelfall war, nochmal. Noch 5 Sekunden. Auf die Luke. Die Gegner haben Hinweise zum Standort der Geisel. Auf Kontakt vorbereiten. Eine Arme, auch weniger Schildträger hier oben. Oh, Montagne. Die Matte ist woanders, Montagne. Doofmeier. Eigentlich zu dem Aufmacher, wo muss man das machen? Ja, der schießt ja. Er schießt ja, guckt auch mit seinen Äugleins. Oh, schwere Ladung macht Luke auf, Vorsicht. Aua, aua, aua. Oh, das ist ja offen, scheiße. Lade neues Magazin! Nein, jetzt ist da. Ah, jetzt ist der. Oh ne, ist LMG. Sophia ist oben. Ach komm schon, bleib drauf. Nein! Wow! Ein Kämpfer des eigenen Trupps. Zwei Seiten ist das fies. Maestro, mach was. Nur noch okay. Jetzt ist auch noch. Nee, geh lieber hin zur Geisel. Maestro, du Doofmeier. Ach. Es klappt doch kein zweites Mal. Matte, Luke Matte, auch nicht gefunden. Mist. Gegner haben die Geisel nicht länger unter Kontrolle. Mission gescheitert. Ja, das war noch. Na, es war schon zu viel, dass das bei Sophia funktioniert hat. Da hat er sein Glück jetzt überstrapaziert. Er hatte Glück, dass die so schon low waren. Mhm.
Der Typ hat die Karte doch schon geladen. Was dauert denn da jetzt? So lange. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Bereite Willkommensmatte. Ach, Ubisoft. Pfui. Aua, ich hab nichts gemacht. Null Munition, lade nach! Oh Mann, wieso kommt denn jetzt wieder einer von hinten an? In die Matte. Das LMGE schießt hier. Okay, ja. Komm ich nicht mehr weg. Fuse oder Finker? Finker müssen. Oh Gott. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Dieses Kopf über da rein. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Und hier hopp der Geisel gesichert. Clash. Gott, oh Gott. Ach Mann, er hat gerade Stacheldraht hingelegt. Kann doch nicht wahr sein. Einsatz. Sichtkontakt mit Geisel bestätigt. Evakuierung eingeleitet. Die Bibliothek scheint leer zu sein.
Ja. Ist da jemand hoch? Ins Hauptschriftzimmer ist mir. War das gab schon? Boah, keine Ahnung. Stacheldraht zerstören. Gucken, ob es der Gegner mitbekommen hat. Klingt nach Frost. Aber Mann, wo guck ich denn mal hin? Ja. Grabschrau ist Grabschrau. Unter dir. Okay. Blöde Trine. Okay. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Jetzt die bei mir oben. Komm ans Geländer. Komm. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Es bleiben noch 15 Sekunden. Eigener Trupp getötet. Der Waden denn aus? Immerhin passend angezogen für hier. Wie geht mein Voice over IP nicht mehr ein? Bei mir geht seit einigen Wochen der Chat nicht mehr. War nur, wenn ich hier Nvidia-Dings Shadowplay? Video ja, anhab. Okay. Wenn ich es im Nvidia deaktiviere, dann geht Voice over wieder. Hm. Aber nur seit gestern erst. Gestern. Oder vorgestern. Hier im Spiel funktioniert der Chat nach einigermaßen, überlappt halt. Ich sehe da Serafina und dich übereinander. Wenn ich draufklicke, kann ich unterschiedlichen öffnen, aber bei Uplay funktionieren die zum Beispiel gar nicht. Da kommt überhaupt gar kein Chat. Mit dem Scoreboard hast du ja ein Mikrofon-Dings zum Stummschalten und so einen Chat. Den Raum verbarrikadieren. Ja, die sind alle best auf Stummschalten. Dann kann die auch nicht aktivieren. Komischerweise. Die Luken sind zu.
Stacheldraht eingesetzt. Die Drohne der Gegner hat den kritischen Armutbehälter gefunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Oh, das war jetzt nicht gut. Ah, okay, ich hör auf. Den Biogefahrgutbehälter. Schon kämpft Schildträger Blitz drin. Ich. Ah, wer geblitzt? Er ist drin, hat uns beide. Ach komm, Mann. Ein Kämpfer des eigenen Trupps. Ich weiß nicht, was der. Bist du nicht dein Ernst? Mission gescheitert. Was machen die? Neutralisiert. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Schutzplatten einsetzen. Wand fertig! Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Gefahrgutbehälter lokalisiert. So viel Pappe noch. Chakal verfolgt mich auch gleich. Jana kommt runter, ist bloß das Hologramm gewesen. Zwei im Gang. Was auch wer. Was hier alles los ist. Im Gang jetzt zwei. Zu dritt im Gang vor der Küche. Gang ist noch mehr. Au. Von wo jetzt? Ach, da war ein Loch. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Ach komm, Mann. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Warum können die denn nicht sterben? Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Nicht Cockpit. Sehr schön. Da. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert.
Gott, ich will bloß raus. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es steht. Weiter zu seiner Position. Ach, Mann. Schild. Ah, 2 unter der Kamera. Bei der Lounge. Verletzung bestätigt, die Mut ist es. Haruni. Geräte werden ausgeschaltet. Ein Gegner verbleibt. Unaktiviert. Feindliche Anzahl des Behälters einstellen. Ah, rechts. Vom eigenen Trupp verbleibt. Ja. Eigener Trupp hat die Gegner eliminiert. Ja, zu dritt. Kannst das nächste Mal deinen Hammer da reinhalten in die Laserschranke, dann geht die aus. Mal in den Händen gehen. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Nicht Cockpit. Und Küche ohne. Ich guck mal wieder Casino. Nein, da nicht. Nee. Clark. Gute Arbeit. Küche, Küche. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Nicht. 10 Sekunden bis Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Muss mal kurz gucken. Tschüss, geh schon wieder. Oh Mann. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Keine Anwesenheit. Erster Schock. Ernsthaft. Okay, Alibi ist tot. Oh, was? Gegner draußen. Ja, wird der ist jetzt markiert, Alter. Was soll denn das? Mann! Das kann doch nicht sein. Ja, und ich hab ihn noch getroffen, Alter, oder was? Lade da!
Eigener Trupp getötet. Schade. Lief nicht so gut. Es wird echt mal Zeit, dass Abbruchstrafen bei Locker eingeführt werden. Klar, sie sollten nicht vergeben werden, wenn es unberechtigt ist, wenn man einfach seine Verbindung verliert, weil Ubisoft und das Ethernet-Kabel. Das Ethernet. Naja. Wird wohl, glaube ich, nix. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.